Fortschritte auf meinem Instrument machen. Aber wie? Das ist die große Frage, die sich Leute immer wieder stellen. Durch meine Erfahrungen als Gitarrenlehrer, Basslehrer etc. etc. habe ich feststellen können, dass die Schüler häufig daran zweifeln, dass sie weiterkommen. Und genau da liegt der große Fehler. Es ist, das Problem ist, dass die Leute dann sagen, oh, das schaffe ich ja nie. Und genau damit setzt man sich gleich den ersten negativen Schritt. Für mich ist es immer wichtig gewesen, wenn ich irgendwie ein Stück gehört habe, was mich total gereizt hat, was ich unbedingt lernen wollte, dann habe ich gesagt zu mir selbst, das will ich unbedingt können. Und da habe ich alles dran gesetzt und dann hat es auch geklappt. Natürlich muss man dranbleiben und viel üben, das gehört dazu. Aber wenn ich jetzt gleich am Anfang sage, oh, das schaffe ich nie, oh. Und dann kommt auch noch am besten danach dann immer, ich hasse dieses Stück. Ja, dann frage ich ja immer, wieso, vorhin fand das doch noch super gut. Ja, aber jetzt nicht mehr, wo es so schwer ist. Diese Hürde zu nehmen, das ist das Entscheidende und da möchte ich dir gerne bei helfen. Und zwar, es ist so, wenn ich jetzt irgendwie, was ich jetzt zum Beispiel gerade gespielt habe, das ist ein eigenes Stück von mir, das geht so ein bisschen mit Hybrid, also Hybrid Picking, ich benutze Finger mit und so weiter. Wenn ich gleich von vornherein sage, wie soll ich denn das hinkriegen oder was weiß ich, jeder von uns hat seine Finger. In der Regel 10, es sei denn durch einen Unfall oder irgendwelche anderen Geschichten sind es weniger. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Aber es ist möglich, alles damit hinzukriegen. Das heißt nicht, dass ich sage, dass jeder gleich talentiert ist. Das halte ich für totalen Quatsch und Blödsinn, wenn Leute sowas erzählen. Aber ein gewisses Talent hat jeder und eine gewisse Musikalität steckt auch in jedem. Das heißt also, ich nehme das erstmal vor. Und wie mache ich das? Ich nehme mir ja nicht gleich das ganze Stück vor. Ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass die Leute meinen, oh, die sehen dann nur das ganze Stück. Wie soll ich das jemals hinkriegen? Peu à peu, Schritt für Schritt. Erst einen kleinen Teil. Hier wäre das. Und ich muss es ja nicht gleich so schnell spielen. Auch das ist ein großer Fehler. Die meisten meinen, oh, ich gleich los. Originalgeschwindigkeit. Nein, eben nicht. Das heißt, nachher weiß man schon gar nicht mehr, was man spielt. So wie ich jetzt. Ja, genau. Diesen Teil nehme ich mir vor. Wenn man sich irgendwelche Sachen anhört, zum Beispiel, ich versende auch Videos, dann kann man sie sich ja auch langsamer anhören. Oder auf YouTube auf langsamere Geschwindigkeit schalten. Auch gut möglich. Naja, und genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn ihr euch ein Ziel gesetzt habt und ihr findet einen Song klasse oder eine Übung oder was auch immer, dann setzt euch ran, übt, übt, übt. Und zwar mit Spaß, nicht verkrampft. Ihr müsst ja keinem was beweisen. Ihr möchtet das für euch machen. Und das ist das Entscheidende. Übt es, solange ihr könnt oder so häufig ihr wollt. Und dann werdet ihr sehen, dass der Fortschritt ganz von alleine kommt. Immer kleine Stückchen nur davon nehmen. Und auch wenn ich jetzt, sag ich mal, schon beim dritten Teil bin, den ich dann spiele. Ja? Also schon ein bisschen weiter. Da muss ich nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern übe erstmal nur den anderen Teil. Wenn ich das andere schon kann, muss ich da nicht immer anfangen. Stolper ich da und ich fange wieder von vorne an, artet das in Frustration auf. Und das ist ja genau das, was ihr nicht wollt. Habt Spaß daran und spielt einfach drauf los. Also wir vom LF Music Institute geben auch Online-Kurse, sowohl für solche Sachen, aber natürlich eben in erster Linie für Songs und Techniken auf dem Instrument. Und
Ihr könnt gerne mal auf unsere Seite reinschauen. Die wird jetzt hier eingeblendet. Und guckt mal, ob was für euch dabei ist. Auf jeden Fall, ich melde mich auch bald so wieder und versuche euch Tipps zu geben oder werde euch Tipps geben, wie ihr euer Instrument am besten handeln könnt, wie ihr vorankommt, und das werde ich auch anhand von Beispielen machen. Also, habt Spaß dran, legt los, Stück für Stück, ihr macht es für euch, für niemanden anderen, und das ist das, was entscheidend ist. Viel Spaß! Mein Name ist Lars Fischer und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.